So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom. Wir sind im Ganondorf-Kampf letztes Mal angekommen. Der noch gar nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Also, puh. Das Schwierigste ist halt nicht der Kampf an sich, sondern dass ich mit dem kämpfen muss, was ich jetzt habe. Und ich nicht mehr raus kann. Das ist sehr ungünstig. Das habe ich schon mal gesagt. So, also jetzt am Anfang darf ich auf keinen Fall mehr Energie abziehen lassen. Scheiße. Das taugt nicht mal als Fingerübung. Mann! Oh nee, ich kann nicht ausweichen. Ich bin so schlecht in diesem Ausweichen, das ist echt traurig. Mann, ich kann nicht ausweichen, das ist echt. Ja. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, das war echt erbärmlich. Scheiße. Oh, come on. Ich muss ausweichen lernen. Es hilft nichts. Ich muss ausweichen lernen. Ich brauche das Timing bei ihm. Ich brauche das Timing bei ihm. Yes! Wichtig und richtig. Ah, scheiße. Hatte ich jetzt nicht vor. Fliegen! So. Jetzt aber. Du kriegst jetzt erstmal die Gipto-Knochen ins Gesicht. Genau. Nice. Das macht man nämlich trotzdem ordentlich Schaden. Das macht sehr ordentlich Schaden. Geile Muertico. Nimm das! Du nimmst jetzt das hier. Nein, schade. Ah, Mann, er hat ihn fast. Ich hatte ihn fast ohne Gegenschlag. Aber gut, ist okay. Ist okay. Jetzt kommen die Kollegen dazu. Ja, kennen wir schon. Ich arbeite dran. Ja. Ich heile mich mal lieber hoch. Weil das wird sonst ein bisschen kritisch hier. So, und jetzt, das hier. All die Verspätung. Na, oh mein Gott, schon wieder alle Herzen weg. Ey, das ist doch... Mann, dass der immer ausweichen kann, ist so kritisch. Da muss ich noch lernen, was ich dagegen machen kann. Wenn überhaupt ich was dagegen machen kann. Ganondorf, nun bringen wir es zu Ende. Finde ich gut. Das war nicht so gut.
kann trotzdem nicht angreifen, ey. Das ist doch Kacke. Ja. Okay, fliegen. Gib du Knochenangriffe. Weg mit dem Ding. Ja, okay, ich muss mich hochheilen. Hilft nichts. Das ist jetzt aber schon das letzte Mal, dass ich das machen kann. Ich kann es zweimal machen. Das ist echt... Ah, das ist echt kritisch, dass ich das nicht so oft machen kann. Ne, dann muss ich jetzt das Maxi-Ding nehmen. Mehr habe ich nicht. Okay. Ah, vielleicht habe ich dann vorhin mit dem Dolch einfach zufällig so viel Schaden gemacht, dass er gerade da reingerutscht ist. Das kann natürlich auch sein. Das würde Sinn ergeben. So, aus der Phase habe ich vorhin nicht überlebt. Weil selbst wenn ich einen Flurry Rush hatte, konnte er was dagegen aussetzen. Oh, okay, aber ich kann ihn trotzdem ab und zu noch treffen. Ja, oh mein Gott, wie viel er mir einfach abzieht, ne? Aber wie, also ich verstehe nicht, wie ich... Warte mal. Warum sind die da außen? Was ist mit euch los? Okay. Ich meine, soll ich jetzt immer so lange warten, bis er seine Viecher... Ja, guck mal, ich hätte ihn doch jetzt getroffen. Wieso das ist doch frech. Da, wie genau stellen die sich das vor? Chance. Okay, weg. Also wenn er so reinrauscht, kann ich ihm Schaden machen. Und mit den Dingern ja sowieso. Na, mit den Dingern kann ich ihm ja sowieso Schaden machen. Aber halt nicht viel. Immer nur so ein bisschen. Ja, moin. Ja, jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg. Jetzt kann ich rein. Ja. Okay, so langsam check ich's, glaube ich. Okay, rein. Scheiße. Ja, sehr geil, sehr geil. Vorsicht. Ja, alles auf ihn drauf. Sehr geil. Das war nicht so gut. Schild. Schild. Ich meine, was ich machen kann, was mir gerade so einfällt, ich kann ja trotzdem nochmal ein bisschen auf die gelben Herzen gehen. Zumindest so ein bisschen hoch. Also, wo habe ich denn noch was mit gelben Herzen? Ah, shit. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr mit gelben Herzen. Ah, nur eins. Das bringt mir, ja, das bringt mir herzlich wenig. Ja, scheiße. Mehr wird's nicht. Mehr wird's nicht. Auf geht's. Ja, mach die Kacke. Das ist so in Ordnung. Okay, ich habe gar nicht getroffen. Das ist nicht gut. Ja, schade. Okay, aber ja. Also die zweite Phase, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
wie er da ausweicht und so, da muss ich noch. Ich glaube, es ist wichtig, einfach keinen Schaden zu nehmen und ihn dann zu erwischen, wenn ich halt die Möglichkeit habe. So, wenn sich eine Öffnung bietet. Sonst habe ich ja keine Chance. So. Und ich muss, ja, also wir machen ja eh nichts anderes mehr. Ich muss jetzt meine ganzen Kochtöpfe hier nutzen. Hallo? Oh, der ist hingefallen, okay. So, na, ich muss die jetzt halt nutzen und hier die Dings machen. So, hilft nichts. Ich kann auch Angriffsessen kurz machen und mich vorher mit Angriffsessen hochpowern. Das wäre wahrscheinlich auch eine Idee. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier strategisch vorgehen. Ich mache jetzt erstmal so viel Miasma-Essen. Miasma-Essen. Wie geht? Ich habe halt nur diesen einen. Das ist halt das Krasse, dass ich nur diesen Kochtopf halt habe. Und ich habe jetzt noch 7 Kochtöpfe. Und dann habe ich keinen mehr. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann immer nur eine Sache kochen. Das ist echt schlecht. So. Jetzt kann ich mich noch 2-mal hochheilen. Und jetzt wollte ich Angriffsessen machen. Ich meine, da würde es ja theoretisch auch reichen, wenn ich ein krasses Angriffsessen mache. So, ne? Und Angriffsessen kriege ich auf jeden Fall mit Schwertbananen. Da. 3,50. 3 Minuten 50 wird halt nicht reichen. Den Effekt verlängern konnte man doch immer mit so Drachenschuppen, richtig? Also wenn ich jetzt so mache und da eine Drachenschuppe dazu gebe, müsste ich den Effekt noch deutlich verlängern können. Ich meine, es war eine Drachenschuppe. Ich muss mal lesen. Aber es müsste auch dabei stehen. Wo sind die Drachenschuppen? Aber es müsste auch dabei stehen. Hä, bin ich doof? Ach, das ist gerade nach Dings sortiert. Ups. So, da steht jetzt dort. Man kann sie dem Kochen, doch das wäre Verschwendung. Oh. Oh, okay. Ich dachte, es gab irgendwie so ein Ding, womit man... Ach, scheiße. Ich dachte, es gab irgendwie so ein Ding, womit man die verlängern konnte, die Effekte. Ja, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was das dann war. Shit. Der Weißdrachenstein würde mich mit heilen, ne? Heilt jenen, der es führt. Könnte man auch probieren, dass ich nicht ganz so stark bin, aber dafür mich heile, während ich kämpfe. Könnte man auch probieren. Problem ist halt, dass dieses Heil nichts bringt, wenn es nur Dings ist. Dient auch der Medizinhersteller. Boah, Leute, ich weiß es nicht, was ich tun soll. Ich bin komplett aufgeschmissen. Es wird auf den Versuch drauf ankommen. Es wird auf den Versuch drauf ankommen. Kann ich da jetzt draus irgendwie eine Angriffsmedizin machen, so? Oder nicht? Ich weiß es doch nicht. Wenn ich es halt verschwende, ist es Kacke. Ja, komm, deswegen. Machen wir so. So, 4 Minuten 10.
Okay. Probieren wir das mal aus. Ach so, und ich wollte... Ich habe halt nur dieses einmal, dieses weiße Leunenhorn. Und ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht mal speichern hier. Wenn ich das jetzt rückgängig mache, habe ich dieses weiße Leunenhorn nie wieder. Nee. Nee. Dann nutzen wir den Weißstein erst, wenn das Leunenhorn weg ist. Oder so, keine Ahnung. Eieiei. Aber ich kann mich jetzt ja öfter heilen, also mal gucken. Nein, oh Gott, schon den ersten Gegentreffer. Schon den ersten Gegentreffer eingesteckt, nicht gut. Ach Mann! Nur weil... Oh, komm, Junge. Weg. Okay, wir fliegen eine Runde. Weg mit mir erstmal. Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Okay, ich muss hochheilen. Fangen wir mal damit an. Ach shit, der heilt nicht mal. Ich muss das eher machen. Ich muss das eher einsetzen. Der heilt sonst nicht alle hoch. Ja, ist jetzt egal, wir lassen es jetzt so. Jetzt kann der schon ausweichen, das ist ja auch frech. Wieso kann der jetzt schon ausweichen? So, nächste Phase. Jetzt aber dann auch mal wieder testen. Ich komme gerade richtig. Jetzt können wir auch das Angriff erstmal reinpowern. Ich will jetzt dann auch mal testen, wie das jetzt war. Also warum der antike Dolch von so krass die Phase geskippt hat. Ob der die überhaupt geskippt hat, ne? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass der einfach hier, Dings, weißt du schon. Dass der einfach... Ne, ich weiß eben nicht. ja, das ist einfach nur der letzte Energiebatzen war, der noch gefehlt hat, um in die nächste Phase zu kommen. Und es gar nicht so effektiv war. Aber wir werden es jetzt... Na, schade. Link, gemeinsam besiegen wir ihn. Austesten, wollte ich sagen. Ja, komm, wir testen es trotzdem aus. Nun bringen wir es zu Ende. Ich glaube, das war dann Zufall. Außer ich habe jetzt nicht gescheit getroffen, das weiß ich aber nicht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert, weil, wie gesagt, ich habe gerade das testen wollen und naja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ach Junge, mit einem Schlag die ganzen gelben Herzen weg, ey. Was ist das denn?
Mann! Das ist so nervig mit dem Ausweichen, dass er das kann. Das ist so nervig. Warum kann er das? Ich habe ihm das nicht erlaubt. Ich habe ihm das wirklich nicht erlaubt. Ich schwöre. So, nächste Phase. Einmal darf ich noch heilen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Aber da weicht jetzt auch aus, ne? Ja, ja. Schon recht. Da kann ich jetzt rein. Ja, also wenn er das macht, kann ich rein. Und ansonsten sollte ich ausweichen. Ach, scheiße. Nein, ich wollte... Och, Mann. Jetzt aber. Wieso kann er dem ausweichen? Alter. Das ist so übel. Auf geht's. Nice. Sie müssen nur mehr davon treffen, dann ist es immer cool. Ja, das war klar. Sehr gut. Na, schade. Das ist halt großartig. Die Attacke ist großartig, wenn er das macht. Oh. Hoppala. Falsche Richtung. Nein, okay. Wir heilen hoch. Ein letztes Mal. Und jetzt so viel wie halt geht. Aber ich habe nur noch einmal gelbe Herzen, ne? Und zwar nur eins dann auch. Das war's dann halt auch. Ja. Ja, komm, dann heilen wir erstmal normal hoch. Und gucken mal, was noch so geht. Aber alles andere nützt mir hier nichts. Nee. Auf geht's. Ja, komm. Nein, ich wollte mehr davon, aber ist okay. Darf ich jetzt? Nee, er weicht einfach wieder aus. Das ist so frech. Auf geht's. Sehr geil. Die Attacke kannst du gerne machen. Die Attacke kannst du gerne machen. Ja, keine Chance. Ja, immer mehr drauf. Sehr gut. Okay. Ich darf nicht den... Haben wir es? Ich darf nicht in Flurry Rush, wollte ich gerade sagen. Sondern einfach drauf dann. Boah, aber krasser Kampf. Ich sollte über alles herrschen. Was tut er? Er will den essen, oder? Er isst den. Der wird zum Drachen. Weiß ich
ich euch mit in mein Verderben! Tiefe Finsternis umhüllen diese Welt auf alle Zeit! Und wir müssen jetzt mit Zelda gemeinsam, oh mein Gott. Nein, dieses Ding haben wir doch in Breath of the Wild auch schon gesehen, oder? Da war er doch auch schon so, ist die Verheerung Ganon war doch da auch schon so eine Art Drachen-Dings irgendwas, oder? So ein bisschen. Aber das war wieder was anderes. Also ich komme mit dieser Verheerung Ganon noch nicht so ganz gedanklich klar. Alter, aber ist das krass gemacht. Also kann man echt nichts sagen. Schwarzdrache. Krass. Oh, und ich hänge an in ihm drin. Oha, okay. Und da kommt Zelda. Auf geht's. Okay. Aber ich fürchte, wenn ich den Kampf jetzt versaue, ich glaube, dann war es das wieder mit allem, ne? Dann kann ich wieder von vorne anfangen. Und ich denke jetzt mal, dass der jetzt nicht mehr in der Lage ist, mir Zeug abzuziehen, was ich nicht will. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, der ist jetzt so einfach wie am Ende von Dings. Also ich kann Zelda schon mal nicht steuern. Ich kann aber abspringen, es steht da X. Oder auch nicht. Ah. Also soll ich zu ihm runter, ja? Okay. Oh, Bruder. Bullet Hell. Okay, ich kann es nicht zurückschicken. Soll ich auf ihn drauf landen oder was soll ich machen? Ich muss einfach rumprobieren. Okay, das macht nichts. Da leuchtet was.
Ey, wo sind meine Kollegen? Wieso sind die jetzt nicht da? Die können jetzt aber wirklich mal auftauchen. Oh shit, das macht trotzdem Miasma. Oh nee, der ganze Körper ist Miasma-Kacke. Das ist nicht gut. Zelda, holst du mich ab? Ja, tut sie. Oder auch nicht. Ich kann meinen Fallschirm nicht mehr öffnen, Zelda. Danke. Jetzt kann ich ihn wieder öffnen. Sehr gut. Also ich muss an diese Dinger rankommen, aber in dem Moment, wo ich von ihm runterfalle, kriege ich meine Energie zurück. Ich muss an die leuchtenden Dinger rankommen. Das habe ich schon verstanden, soweit. Aber das Problem ist halt, wie man gerade gesehen hat, tut es weh, da drauf zu landen. Aber ich schaue jetzt mal, wie viel ich mir Masterschwerter ausrichten kann. Selbst wenn ich da drauf lande. Ja, das ist doch schon viel besser. Das ist doch schon viel besser nach meinem Geschmack. Da drüben ist der nächste. Schaffen wir. Passt perfekt. Nein! Junge! Wohin schlägst du denn, ey? Okay, raus da. Raus da. Sehr gut. Au! Das hat ein bisschen weh getan jetzt. Okay, wo ist das nächste? Jetzt muss ich erstmal wieder nach oben kommen. Zelda, holst du mich ab? Perfekt. Ey, das ist ein cooler Endkampf. Gar keine Frage. So, wir sind wieder hoch genug. Und ich sehe auch die nächsten Punkte. Aber auch interessant, na, dass mal nicht ein Ganon der Endkampf, es ist so ein Ganon der Endkampf ist, sondern wirklich ein Drache. Übel. So, wir nähern uns. Wird der Zug eine Tulin einsetzen, aber geht nicht. Ist nicht da. Aber ich weiß nicht, warum jetzt nicht. Hallo! Das ist unfair. Wegfliegen ist unfair. Mist. Sehr schön.
bin ja noch am Überlegen, wie ich da schneller hinkommen soll. Also, ne? Jetzt fliege ich da wieder Stück für Stück hin. Und dann haut er wieder ab. Na, sieht gut aus. Jetzt kommen wir hin. Jetzt kommen wir hin. Und wo ist der nächste? Wahrscheinlich an seinem Schädel ist noch einer, oder? Ah, nee, da ist noch einer. Schaffe ich. Schaffe ich. Yes. Geil. Okay, jetzt bleibt nur noch der Kopf. Ja, da sieht man es auch, am Kopf leuchtet es jetzt. Oh, jetzt wird es aber richtig rot hier. Okay, Zelda, du musst mich erstmal abholen. Nice. Und ab dafür. Das war's, Ganondorf. Das war's mit dir. Jetzt haben wir es aber wirklich. Jetzt haben wir's. Das fühlt sich wie Finale an. Das fühlt sich wie Finale an. Oh, ich sollte den Controller festhalten. Und rein damit. Oh, ich darf sogar selber. Wie so üblich kriegt am Ende das Master Schwert ins in Kopf. Das ist er ja gewohnt. Tschüss, Kollege. Und tschüss. Am Ende war das Master Schwert halt doch zu krass für dich. Das haben wir alles Zelda zu verdanken. So viel muss gesagt sein. Alter. Atombombe hier. Schön. Jetzt darf sich Zelda gerne noch zurückverwandeln.
Kommt, ihr schafft das. Sehr gut aus. Ja, da ist sie doch. Hinterher. Oh, ich darf wirklich spielen. Oha. Hab dich. Also, in den Sequenzen ist die Musik großartig. Warum sie es nicht schaffen, innerhalb des Spiels Musik laufen zu lassen, ist echt schade. Bruder. Jeder Mensch wäre tot. Holy shit. Aber er hat ja schon mehrere solche Kopfsprünge überlebt. Gerade ins Wasser kann er ja von beliebiger Höhe ausspringen. Ich tue mir Zeitline-technisch, wie gesagt, noch schwer. Timeline-technisch. Wie das mit der Verheerung Ganon zusammenpasst. Aber ist jetzt erstmal wurscht. Mach auf, Zelda. Link, du... Was ist? Der kann immer noch nicht reden. Aber ich war... Link kann leider nicht reden, sonst würde er es dir selber sagen, aber du musst jetzt alles interpretieren. Unglaublich! Das ist wie ein Traum! Aber wie bin ich? Plot Armor. Ich konnte das plötzlich. Alles cool. Ich erinnere mich. Ich habe geschlafen.
unermesslich lang. Doch dann hat ein Gefühl mich umhüllt. Sanft und warm, unendlich groß. Und ich bin aufgewacht. Ja, wir kommen jetzt eigentlich zum Schloss hoch. Bleibt das jetzt so? Also, was machen wir jetzt? Ich danke euch. Oh, Link, ich war ganz weit in der Vergangenheit, dem ich da alles begegnet bin. Ich habe dir so viel zu erzählen, jetzt, wo ich hier bin. Ja, du kannst wieder immerhin hier erzählen. Zu Hause. Ich nicht. Ich kann nicht erzählen. Ich kann nicht mal Pura erzählen, dass du ein Drache warst. Kann ich einfach nicht. Darf ich nicht. Weiß ich nicht, warum. Aber darf ich nicht. Suche nach Zelda abgeschlossen. Mein Gott, das Gehuste tut mir echt leid in den letzten Parts, aber wir haben es geschafft. Unglaublich. Wir haben es geschafft. Da sind die Credits. Unglaublich. Was gibt's zu sagen? Eine Menge, aber irgendwie auch nicht. Im Prinzip habe ich ja viel schon während des Let's Plays immer gesagt. Jetzt zum Schluss kam es nochmal dazu, dass ich das halt komisch fand, dass man sich da nicht rausporten konnte. Ich kann einen Teleporter hinsetzen, aber ich kann es nicht benutzen. Danke dafür. hätte ich keinen Kochtopf gehabt, hätte ich einfach laden müssen. Gut, dass wir Reiskochtöpfe. Also, tatsächlich war jetzt der Reiskochtopf einfach der Goat. Es ist echt interessant gewesen. Ich versuche jetzt nur irgendwie die Breath of the Wild Story hier reinzubekommen. Denn es ist ja trotzdem die gleiche Zelda. Das heißt, die Breath of the Wild Zelda, die... Das war der Drache. Das letzte Bild war der Drache. Oh. Das war ein Drache, gar kein... Ich habe das ganz anders gesehen. Das war ein Drache. Ich habe es verstanden. Lol. Ja, nee, aber das, was ich meine, die Breath of the Wild Story ist ja so dieses, ne, Zelda schläft 100 Jahre, nee, Quatsch, Link schläft 100 Jahre, Zelda ist 100 Jahre mit Ganon, mit der Verheerung Ganon da, ne, eingesperrt und so weiter. Und dann erwachen wir wieder und die Verheerung Ganon erwacht auch wieder. Und ja, dann besiegen wir die Verheerung Ganon. Aber was ist jetzt die Verheerung Ganon, wenn der eigentliche Ganondorf da unten eingesperrt, was heißt eingesperrt, versiegelt war? Und dann haben wir diese Verheerung Ganon besiegt. Und dann ist das nächste, was wir machen, untersuchen unter Schloss Hyrule, weil wir da den Untergrund entdeckt haben. Untersuchen wir da alles so ein bisschen und treffen dann eben den richtigen Ganondorf. Und da beginnt dann diese Story hier. Und dann reist Zelda in die Vergangenheit. Und von da aus wird sie zum Drache. Es ist schwierig zusammenzubekommen. Und es ist noch schwieriger, in alle Zeldas einzubauen, die in die Timeline, aber gut. Als Spiel einzeln betrachtet, sehr cool. Welten sind teilweise sehr groß, sehr weitläufig. Man braucht sehr lange von A nach B. Ich bin halt nicht so der Open-World-Freund. Muss ich sagen, weil ich da total brutal überfordert bin.
Man hat es auch jetzt am Ende gemerkt, wir haben bei weitem nicht alles gemacht. Ich habe immer wieder gesagt, das und das können wir machen, das und das können wir machen. Ich habe es nicht gemacht. Einfach, weil ich nicht mehr dran gedacht habe teilweise und weil es halt auch dann nicht mehr so wichtig erschien. Ja. Die Story selbst ist gut. Kann man so stehen lassen. Was mir nicht gefallen hat, war die Art und Weise, wie Sonja umgebracht wurde. Das war, wie gesagt, viel zu lame. Viel zu lame für einen Dämonenkönig. Also, der war es da noch nicht, aber viel zu lame für Ganondorf. Ja. Und dann ist da halt die Sache... Oh, die Musik ist gerade cool. Die Sache mit dem Drache. Dass ich nicht irgendjemandem erzählen kann, beziehungsweise doch, Impa konnte ich sie erzählen. Warum nicht Pura? Warum hat man diesen Dialog nicht eingebaut? Das wäre kein schlimmer Dialog gewesen, der hätte nichts im Spiel kaputt gemacht und es hätte einfach Sinn ergeben, dass Link erzählt, sobald er weiß, dass Zelda der Drache ist, dass Zelda der Drache ist. Warum durfte er das Pura nicht erzählen? Ich verstehe es nicht. Warum durfte er das niemandem erzählen? Also ergibt für mich absolut keinen Sinn. Aber gut. Bosskämpfe teilweise leicht, aber immer schön inszeniert. Teilweise habe ich ganz schön gestruggelt. Die Fähigkeiten fand ich cool. Weniger cool, dass man die ansprechen muss, um die Fähigkeit auszulösen. Gerade jetzt zum Schluss, nach wo ich ein paar Mal sie hier gebraucht habe und ich fast in diese ganzen Gyptos reingerannt wäre. So, ne, schwierig. Aber ja. Insgesamt coole Idee mit den Fähigkeiten auf jeden Fall. Nennt mir bitte, was auch immer ich noch im Spiel machen kann, sollte. Weil dann versuche ich das irgendwann nochmal nachzuholen. Aber jetzt, wenn wir hier soweit durch sind, werde ich dann erstmal Mario Wonders spielen. Das habe ich schon gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Spiel gesagt habe oder ob ich es bei Among Us in der Aufnahme gesagt habe. Aber ich habe Mario Wonders schon gekauft. Und deswegen wollte ich jetzt auch Zelda möglichst schnell zu Ende bringen. Wohl denkend, dass es direkt nach den vier Weisen zum Ganondorf geht. Das war ein großer Irrtum. Da war noch der große, große Abschnitt mit Minero, der insgesamt sehr interessant war. What the hell? Was ist denn jetzt los? Alles klar. Jetzt eskalieren wir hier vollständig. Na, schön. Nochmal das Main Theme. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, ob es eine Stimme ist oder ein Instrument, aber es klingt sehr interessant.
sie nochmal. Finale fand ich cool. Also, ne, muss ich sagen, Finale hat mir sehr gut gefallen. War ein sehr schöner Ganondorf-Kampf. Auch schön viele Phasen. Also, hat sich schon so angefühlt, wie wenn man wirklich den Dämonenkönig gerade bezwingt. Auch der Drachenkampf am Ende war sehr cool. Zum Glück nicht mehr sehr schwierig. Das hatte zum Glück tatsächlich, ne, Bestien-Vibes aus Breath of the Wild. Das war zum Glück nicht mehr sehr schwierig. Also der schwerste Teil gameplay-technisch war dann wirklich die dritte Phase des Kampfes. Ja. Und damit sind wir durch. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Ob noch was kommt, noch eine Sequenz. Deswegen lassen wir einfach laufen. Aber wir sind durch. Ende. Auch schön. Einfach Ende. Ja, krass. Okay, es kommt noch eine Sequenz. Ich habe nichts gesagt. Oh! Wie kann so eine gewaltige Landmasse einfach so im Himmel schweben? Wie sind die alle jetzt da hochgekommen? Die Errungenschaften der Sonau verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Ja, wie sind die da hochgekommen? Können die sich jetzt alle mit dem Purapet... Ach ja, natürlich, die können sich mit dem Purapet teleportieren. Ich habe nichts gesagt. Die können sich mit dem Purapet teleportieren. Damit sind wir am Ziel. Ich danke euch, dass ihr mich hierher begleitet habt. Seht euch um. Von hier aus kann man das ganze Königreich Hyrule bewundern. Oh, so hoch oben bin ich ja noch nie im Leben gewesen. Ja, der Ausblick ist wunderschön. Und du, Zelda, hast all die Zeit hier in den Wolken verbracht? Ja, doch an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist so, so unwirklich, dass ich jetzt mit euch hier stehe. Diesbezüglich habe ich eine Vermutung. Es waren Rauros Lichtkraft und Sonjas Macht über die Zeit. Beide haben sie Link ihre Macht geliehen, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Ja, sag ja, Plot-Armor. Ja. Wer ist jetzt eigentlich König? Ich meine, der König selbst ist doch, ne? Ist nun gekommen. Schon in Breath of the Wild hat das, ist er doch schon. Vor langer Zeit bürdeten wir künftigen ein Geist gewesen. Eine schreckliche Plage auf. Doch ihr habt es geschafft, sie endgültig zu besiegen. Nun kann ich endlich leichten Herzens Rauro und den anderen folgen. Wir alle gelogen, hoch und heilig, Zelda zu bedienen. Link steht da mitten in der Mitte. Habe ich auch Text? Ich sag einfach nichts. Wie immer. Prinzessin Zelda zu dienen und Hyrule stets zu beschützen. Aber auch hier wieder, ne? Musik, sehr schön. Sequenzmusik, großartig. Schön die Main-Themes mit eingebaut, die man so gerne hört. So, das ist cool. Das ist cool, aber warum nicht und im du, Spiel selbst? Bist stets in unserem da Herzen. Ist viel zu wenig Musik im Spiel selbst. Hm.
Aber wenn Minero jetzt verschwindet, wie kommen die wieder hier runter? Weil funktioniert das Purapet dann noch? Oder hatte das mit Minero gar nichts? Nee, das Purapet hat ja mit Minero gar nichts zu tun gehabt. Sie war ja nur Teil des Purapets. Das Purapet funktioniert auch ohne sie. Ich hab nichts gesagt. Tschüss, Minero. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich den Roboter nicht mehr bedienen. Ja. König Rauru, Königin Sonja, Minero und die Weisen aus jener Zeit. Sie wollten Hyrule nicht nur retten, sie wollten ihm ewigen Frieden schenken. Ich werde alles daran setzen, diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt und für alle Zeit. Freunde, wir können das ganz sicher schaffen. Gemeinsam. Und da ist es wieder, das Main Theme. Es ist, die Musik ist großartig. Da, wo sie läuft. Da, wo sie läuft, ist sie großartig. Okay. Das war ein sehr, sehr schöner Abspann. Da ist man dann immer froh, dass man nichts wegskippt. Na? Jetzt haben wir es aber wirklich. So, was passiert, wenn ich jetzt Fortsetzen mache? Wo starte ich dann? Uhr war der letzte Autospeichern. Danach konnte ich nicht mehr speichern. Das heißt, ja. Dämonenkönig Ganondorf wurde der Charakterübersicht hinzugefügt, okay. Dann darf ich jetzt aber hier, oha, okay, hi. Crazy. Ah, guck mal hier. Verheerung. Jetzt da steht was. Das brauche ich. Ein teuflischer Mann, der bereits zu Zeiten der Gründung Hyrules erwähnt wurde. Legenden erzählen, dass dieser Gerudo, getrieben von schier unendlichem Ehrgeiz, zu großer Macht gelangte und so zum König der Monster wurde. Seit vor einem Jahrhundert die Verheerung das Schloss beschädigte und das Siegel schwächte, das ihn unter dem Schloss gebannt hielt, konnte Ganondorf nach und nach an Kraft gewinnen. Ah, durch die Verheerung, okay. Jetzt ergibt das schon mehr Sinn. Durch die Verheerung Ganons? Ja, okay, jetzt ergibt das schon mehr Sinn. So, aber haben wir jetzt auch alle Filme gesehen? Oder gibt es jetzt noch irgendeinen Film, den wir nicht kennen? Das wäre jetzt crazy, wenn dann noch ein Fragezeichen plötzlich auftauchen würde. Aber ich glaube nicht, ne? Wir haben alles. Sehr gut, wir haben alles. Nice. Ja, sehr cool. Okay, diesmal kann ich mich teleportieren. Sehr gut. Das war schon übel, dass das nicht ging, ne? Weil, wie gesagt, ich würde irgendwann trotzdem gerne hier zum Beispiel diesen Schatz hier mal holen. Und so weiter. Also, ich würde schon gerne noch so ein paar Sachen machen, aber naja. Es ist kompliziert. Ihr wisst, wie es ist.
Ihr wisst, wie es ist. Gut. Dann haben wir es geschafft. Keine Ahnung, wann und ob mehr davon kommt. Das hängt auch davon ab, was ihr so schreibt, was ich machen soll vielleicht, falls ich noch was machen soll. Wenn ihr sagt, passt so, dann mache ich halt entweder selber irgendwann mal was, wenn ich Lust habe. Aber wie gesagt, jetzt würde ich erstmal gerne in Mario Wonders reingehen, weil mich das doch schon sehr, sehr reizt, da noch anzufangen. Solange es noch gerade so zeitlich geht, ne? Da kommen meine Herzen wieder zurück. Also der Miasma-Effekt mit den Sonnenflecken, das war echt übel. Ja. Okay. Wir haben es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Echt krass. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Das war's dann vorerst mit Tears of the Kingdom. Es war eine sehr schöne Reise wieder. Mit durchaus ein paar Ärgernissen, aber ich habe mein Fazit ja gerade schon gesagt. Also, Spiel hat so seine Kritikstellen. Leider. Aber passt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.